das hat doch relativ weh getan. Was wollen Sie denn diesmal? Jeden anders bekannt. Aber naja. Das passiert halt, wenn man nicht aufpasst, beziehungsweise wenn man zu schnell vorraschen will. Dann passieren solche Dinge. Und es kann, wenn es keine T-80B gewesen wären, wenn es T-72 gewesen wären, hätten wir den wahrscheinlich verloren. Das ist da schönes, naja. Oh, das ist auch schön. Das nehmen wir natürlich auch mit, als Gegner zu zerstören. Wenn denn unsere T-72 irgendwo angreifen würden. Das ist den da. Der Infanterie ist, glaube ich, wichtiger. Mehr rote Strecke. Also seht, die ziehen sich zurück, warum auch immer. Wenn ich jetzt an der Stelle gewesen wäre, ich hätte dann doch eher darauf bestanden, die Infanterie da stehen zu lassen. Ist natürlich tödlich, aber ja, über freies Feld und wenn da direkt Panzer daneben stehen, ist wahrscheinlich noch tödlicher. Da kann man wenigstens noch drin stehen, bleibt jemand mitnehmen. Oder, wie wir ja gerade gesehen haben, den T-80-Spiel zum Beispiel auch direkt zerstören. Zumindest haben sie fast hinbekommen. Ja. Eventuell werde ich dann mal mit den T-80 später rüberfahren und die Aufklärer dort zerstören. Oder den Aufklärer. Kann ja nicht schaden. Ja, ihr seht schon, Boris gehört uns. Anna ist auch noch in unserer Gefahr. In unserer Hand. Haben sie auch, glaube ich, keine Verluste davon getragen, auch wenn es mit den T-80 doch etwas knapp war. Knapper als ich es eigentlich gern hätte. Aber nun ja. Ja, was nehmen wir jetzt? Wir nehmen jetzt einfach mal 4 davon. Oder erstmal 3. Und ihr seht schon, die ziehen sich auch zurück. Also es scheint sich doch eher dann auch auf Elena zu konzentrieren, was da an Einheiten unterwegs ist. Soll unser Schaden jetzt nicht sein, aber ob es nun sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Hätten sie das am Anfang gemacht und dann gleich dort oben die Truppen stationiert, wäre es anders gewesen. Ist das Artillerie? Ja, die schießt jetzt auf diesen Wald hier wahrscheinlich. Und da werden sich die einen oder anderen fragen, ja, warum zum Teufel schießen die auf den Wald und nicht auf den? Wenn wir jetzt angreifen und von Süden aus kommen, dann ist der Wald für uns zum Verteidigen wesentlich besser geeignet als der da. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum. Hier haben wir freies Feld nach Norden. Wir können uns also relativ gut ausbreiten und auch relativ gut das alles überschauen. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen würden, in diesem Wald, würden wir natürlich hier den Verteidigungspunkt einsetzen. Und da wäre eine schöne Kante nach oben, wenn dort Infanterie ist. Und die Infanterie kommt. Unsere Panzer stehen hier. Sehr kurze Reichweite. Wenn die Infanterie schnell genug ist, kann sie unseren Panzer zerstören, bevor der überhaupt schießen kann. Also eher unpraktisch. Und hier in dem Fall halt. Ja. Allerdings ist natürlich Blindfeuern eher sinnlos. Muss man da, glaube ich, auch gar nicht weiter reden. Das ist einfach sinnlos in den meisten Fällen. Kann man wirklich so sagen, es bringt einfach nichts. Ihr habt 12 Raketen, wie habt eigentlich ihr? Ihr habt 6 Raketen. Jo. Achso, die haben natürlich eine schlechtere Reichweite. Also ich glaube, ich werde eventuell doch nochmal noch auch ein oder zwei USAs holen. Wird auf jeden Fall nicht schaden. MI2. Düsten wir bitte da hoch. Und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt diesen Trupp hier auflöse, das hat den einfachen Hintergrund, diese Flugabwehrlenkraketen haben immer den Nachteil, wenn das in größeren Trupps ist, dann konzentrieren die sich alle auf ein Ziel. Das heißt in dem Fall, 4 Raketen fliegen auf einen Hubschrauber. Natürlich nicht unbedingt was Schlechtes, weil natürlich der Hubschrauber dann abstürzt. Mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Aber das trifft natürlich dann die ganzen anderen Hubschrauber, die dann noch mitkommen, nicht unbedingt. Und das kann sehr schnell sehr unpraktisch sein. Aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht halt erläutern, das ist eigentlich klar. Weil die brauchen halt auch eine Weile, bis sie so ein Ziel anvisiert haben, wenn sie alles gleiche schießen. Ja, kann es sein, dass sie schon zerstört worden sind, bevor überhaupt erstmal die Möglichkeit bestanden hat, sich zu wehren. Ansonsten, das wird eigentlich schon so gut wie gewesen sein von meinen Truppen, die ich für den Angriff hier nutzen werde, nehme ich mal an. Ich gehe einfach davon aus, wir werden das sehen, ob das auch so hinhaut. Da kommen Kiowas.
Also, und Gunships. Ja gut, das ist nicht das Problem. Also, sollte uns nicht wirklich vor Probleme stellen, was da kommt. Also ihr seht schon, es sind viele Hubschrauber unterwegs. Kiowa, Gunships und Mi-8 TV. Das sind die Transporthubschrauber. Ja, ich merke schon, die Unterstützung war oben. Ja, mein Motor. Aber gut, damit leben wir jetzt einfach mal. Logistik ranbringen. Ja, unser Treffen tun sie wirklich, nicht wirklich, also das könnte auch besser sein, dass da passiert. Also selbst mit relativ guter Luftabwehr ist das noch nicht so ganz einfach. Hier sieht es aber soweit gut aus. Wir können ja schon mal Elena beschießen lassen, oder? Können wir da? Ne, können wir nicht. Naja. Wir schießen einfach mal auf Elena ein wenig. Das tut uns ja nicht weh. Ja, und jetzt schießt er jeden auf den Wald, warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht macht's Spaß. Или очередная охота на жуков. Ведите меня, идите за мной или прочь с дороги. Aber ich würde mal sagen, für das, was uns bis jetzt entgegengeworfen ist, läuft es bis jetzt noch ganz ordentlich. Bis jetzt, weil ich mitbekommen habe, ein Trailer oder USA oder irgendwas verloren, also es geht noch. Du hast gefallen, mir nicht mehr zu sehen. Also gegen normale Spiele werden wir jetzt natürlich vollkommen aufgeschmissen, weil wir alles schön auf einem Fleck haben. Das würde uns eigentlich das Spiel kosten, denke ich mal. Aber es ist ja bloß gegen KI, da ist das nicht ganz so tragisch. Treibstoff, Ersatzteile, alles was Sie wünschen. Wo schicken wir das Handy mal? Zurück zum Auffüllen. Gut. Und da schießt ein Verrott. Wo sollen wir das Handy fahren? Hier ist ja das Ticket. Ja, haben nicht getroffen. Also gut für uns, schlecht für sie. Ja, und jetzt kommt ein Fall, der hat mich beim ersten Durchgang auch sehr gestört. Und zwar jetzt kommen hier hinten nämlich Gazellen. Im ersten Moment denkt man, ja Gazellen, mein Gott, wo ist das Problem? Aber das sind Panzerabwehrlenkraketen, diese Hut. Und die sind richtig gefährlich. Also das schieben wir auch gleich mal unsere ganzen Einheiten irgendwo in irgendwelche Wälder. Damit wir ja nicht gesehen werden. Weil die sind richtig gemein.
zweimal wegschicken.